Der hat Hi. auch automatisch auf das Handy die geleitet. Meine Güte, Hightech. Boah, das ist echt Wahnsinn, wie abhängig wir davon sind, ne? Ich bin ins Gebet gegangen, bevor ich dich damals gefragt habe oder deine liebe Frau. Hat der Herr mir jetzt aufs Herz gelegt, ich soll dich fragen mit einem Zeugnis. Kommst du aus einem christlichen Elternhaus oder warst du schon immer bei Jesus? Oder wie sieht dein Hintergrund aus? Und wie hast du Jesus persönlich kennengelernt? Ja, ich kann ein bisschen erzählen. Ich würde jetzt erst beten und dann können wir loslegen, ja? Ja. Lieber Vater, ich danke dir jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, mit Bruder Tom das Gespräch zu machen. Und bitte segne du das und rede du durch uns beide, dass du allein zu Ehren kommst. Und ich danke dir, dass du alles so wunderbar gemacht hast und du uns als deine Werkzeuge benutzt. Amen. Amen. Danke. Gerne. Ja, aus einem atheistischen Haushalt kommst du. Und du hast gerade gesagt, du hattest Konfirmation, ne? Ja. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du doch Jesus später dann in dein Herz aufgenommen hast? Ich würde sagen, Gott macht sich ja deutlich in unserem Leben. Und ich habe als Junge, ich kann mich nicht genau erinnern, ob das 7 oder 8 oder 9 war, habe ich zum ersten Mal im Haushalt meiner Eltern doch eine Bibel gefunden. Das kann ich mich daran erinnern. Und weiß, dass ich in dieser Sütterlin-Schrift angefangen habe zu lesen. Natürlich von vorne, wie man so ein Ja. Buch jetzt liest, ne? Und dann habe ich diesen Schöpfungsbericht gelesen oder die zwei. Und das hat mich stark beeindruckt. Das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass er irgendwie Gott die Welt geschaffen haben soll. Ich habe damals auch, glaube ich, nicht mit meinen Eltern darüber gesprochen, aber das war meine erste, ich sag mal, Begegnung mit Gott. So, im Nachhinein würde ich sagen, das war wichtig, ja, dieser Moment. Oh, hey. Und ja, dann hat das lange, lange, sag mal, hat das gesessen, gegärt, und da ist nicht viel passiert, könnte man mal so sagen. Und eigentlich erst mit 19 bin ich dann über meine Schule zum ersten Mal so mit Christen ins Kontakt gekommen. Ja, okay, wie war das für dich? Christen können schon komisch sein, ne? Also, wir waren 3 Jungs, Ja. ja, und ein Mädchen, ne, also 4. Und wir sind immer in einer Fahrgemeinschaft zur Schule gefahren, jeden Morgen. Und immer wenn das Mädchen dran war, hat die immer Lobpreismusik gehört. Und wir 3 Jungs so, oh nee, oh, was ist das? Also, ja, das war ja nicht die Zeit von Rock und so weiter, ne? Das Ja. war so Siegfried. Wie heißt der Siegfried Fietz? Also solche frommen Schrummellieder. Ja. Und sie hat uns natürlich alle drei immer wieder auch in die Gemeinde eingeladen. Das muss man mal so sagen. Also eine evangelistische Frau, die gesagt hat, ja, jetzt komm doch mal mit in unsere Gemeinde. Ja. Und dann bin ich dann in eine Teestube gekommen. Also ich weiß, das gibt es heute insofern gar nicht mehr. Man ging da so runter, so eine Treppe. Ja. Erst Keller, dann nochmal zweiter Keller, ganz unten in die Katakomben der Stadt Mainz. Und dann habe ich da junge Menschen getroffen und die erzählten mir, dass sie mit Gott sprechen. So, ja. Ich habe so gedacht, nee, das gibt's ja gar nicht. Da habe ich so, ich glaube, ich habe in dem Moment erkannt, ich dachte, entweder sind die komplett plemplem oder wenn das so stimmt, das ist ja auch unglaublich der Hammer. Ne? Das ist ja dolle. Und ja, also das war, an diesem Abend habe ich so gefragt, naja, wie redet denn Gott? Naja, und dann haben sie mir so erzählt, wie sie im Gebet die Stimme Gottes hören und wie sie dann auch in Events sehen, dass Gott sie versorgt oder dass Gott irgendwie ein Wunder tut und so weiter. Also, und das hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Ich konnte jetzt noch nicht sagen, naja, also das glaube ich auch, aber ich wusste oder ich merkte, die hatten irgendwas, was ich nicht habe. Ne? Ja, und da war ich also, wie gesagt, einmal und bin dann nach Hause und das dachte ich schon so, das hat mich bewegt. Also, ja, was hat mich bewegt? Ich dachte, na,
Also ich bin ja so ein Typ, ich sag mal, ich liebe es ja, neue Gedanken auch zu ergreifen. Und es hat mich inspiriert. Ich dachte, naja, also wenn es Gott gibt, muss ich den unbedingt mal kennenlernen. Ne? Das war so, warum sollte man das nicht tun? Das war eigentlich so meine ganz so eine Frage. Das ist ja toll, wenn es sowas gibt. Und dann war ich so vielleicht, da habe ich angefangen zu beten, das weiß ich noch. Ich habe dann irgendwie, ich kannte ja nicht beten, ich konnte ja aber das Vaterunser, weil ich einen Konfirmationsunterricht gemacht hatte, kannte ich das und dachte mir, naja, das kann nicht falsch sein. Irgendwie Vaterunser beten, das ist eine gute Idee. So habe ich das immer abends gemacht. Ja. Okay, und dann, wo du das gemacht hast, hast du dann schon was gemerkt in deinem Herzen oder kam das erst Wochen später oder wie war das? Ich glaube, das ging so wirklich ein paar Monate. Ich bin ja mal abends zu meiner Freundin nach Hause gefahren. Ja, ich hatte eine Freundin in Mainz auf der Wiesbadener Seite, musste mal abends über diese Brücke da fahren, die Theodor-Heuss-Brücke. Und dann habe ich immer dieses Gebet gesprochen, wenn ich über die Brücke gefahren bin. Ja. Und ich spürte, ja, irgendwie merkte ich so, ja, das ist irgendwie richtig. Ne? Aber mehr wusste ich ja auch nicht. Ich wusste ja gar nicht, was ich so machen sollte nun irgendwie. Ne? Also das spürte ich so, ja, da ist irgendwas dran. Das hätte ich ja nicht gemacht. Hab das ja, ich glaube, ich habe das jeden Abend dann gemacht, dieses Gebet. Mehr kann ich nicht sagen, aber es bewegte mich. Daran erinnere ich mich ganz intensiv. Und und dann gab es einen zweiten Moment, wo ich dann nochmal in diese Teestube gegangen bin. Das war bestimmt 6 Monate später. Mhm. Und da traf mich ein anderer junger Mann. Und der sagte, hey, Tom, jetzt bist du ja schon zum zweiten Mal hier. Wann gibst du dein Leben endlich Jesus? Boah, okay. Ja, ne? Herzlich. Ja. Und ich dachte, ja, was muss man denn da machen? Ja. Und dann sagte der, ganz einfach, pass mal auf, wir gehen da in so ein Räumchen und dann kniest du dich hin und ich gehe mich auch hin und dann spreche ich vor und du sprichst nach. Ja. Ja, ja. Ja, ich dachte, na ja, also ich denke, dass manchmal heute, wir sind sehr manchmal verkrampft, denken, man muss dazwischen. Ich habe gar nichts gewusst. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich habe den Namen Jesus mal gehört und ich wusste, dass es irgendwie Noah und die Arche. Das war schon mal etwas, ne? Ja, aber ich wusste nicht, was ich da tue. So, er hat gesagt, pass auf, knie dich mal hin. Und ich so, naja, gut. Und dann hat er irgendwas vorgesprochen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber jetzt passierte was. Also ich sprach das so nach, ne? Irgendwie, ja. Jesus, ich will dir mein Leben geben oder irgendwie sowas in dem Dreh muss das gewesen sein. Also, und dann geschah allerdings etwas. Und das war beeindruckend, denn in dem Moment, als ich nun fertig gebetet hatte, da fiel ich nun einfach um. Und da hatte also keiner eine Hände Hände auf mich gelegt oder mich geschubst oder sonst was. Ich fiel einfach um. Und ich merkte, da ist so eine Kraft und so eine Freude in mir, das habe ich noch nie im Leben erlebt. Preist den Herrn, super. Lobpreismusik ohne irgendein Schmuh drumherum, aber auch kein anderer sonst da. Ich wusste da, ich habe in dem Moment Gottes Gegenwart erlebt. Und das war total verändernd. Jetzt muss man so sagen, die ganzen anderen, das habe ich ja verstanden im Nachhinein, die standen dann alle draußen, ne, und haben dann irgendwie gewartet, was da wohl so passiert. Ne? Und dann bin ich dann raus und habe, glaube ich, dann haben die mir nachher erzählt, habe ich dann jeden Einzelnen umarmt und abgeknutscht. Ne? Und die haben gedacht, ich wäre auf Drogen oder sowas. Ja? Ich würde bestimmt Drogen nehmen. Aber das war ein ganz starker Moment, diese Gegenwart Gottes zu erleben. Und das ist für mich ein Schlüssel gewesen, wie ich überhaupt, was ich weiß, ich habe es erlebt. Und da bin ich weiß nicht, warum andere das nicht immer so erleben, keine Ahnung. Ich weiß nur, ich habe das so erlebt und das war für mich unheimlich stark. Und ein richtig doller Moment, den ich auch nie vergessen werde. Das freut mich sehr für dich, das ist toll. Ja, wie hat dein Umfeld reagiert? Zum Beispiel jetzt deine damalige Freundin oder deine Eltern. Was ist mit unseren Jungen los oder mit meinem Freund los? Alles klar noch? Ja, jetzt muss man natürlich wissen, ich bin ja
ich habe eine gewisse Dominanz in mir, und die habe ich auch wohl damals schon gehabt. Ja. Also ich bin am nächsten Morgen dann in der Schule, das weiß ich noch ganz genau, am nächsten Morgen, ich weiß nicht mehr genau, was, also auf jeden Fall weiß ich, in der ersten Stunde war Biologie. Und ich war gut in der Schule. Und dann sagt der Lehrer, Thomas, kannst du der Klasse nochmal die Evolutionstheorie erklären? Das war der Montagmorgen. Oh, hey. Und ich sagte, ich weiß doch genau, der Lehrer hieß Busch. Ich sagte, Herr Busch, ich muss Ihnen mal was sagen. Ich glaube da nicht mehr dran. Ich habe jetzt an dem Wochenende Jesus erlebt. Und das war eine Bombe. Also dann haben die natürlich den ganzen Tag diskutiert. Ne? Der Lehrer, so, der konnte es gar nicht fassen. Also es war, ich sag mal, ich liebe das ja. Also es ist, also ich, man könnte auch sagen, die haben mich gedisst. Aber ich empfand das nicht als Dissen. Ich fand das ja, ich hatte ja was erlebt. Ich wusste ja, schon, was ich erzähle. Ja. Während ich sagte, ihr habt das ja alle nicht erlebt. Also das ist mir jetzt relativ Jacke wie Hose, ob ihr das gut oder schlecht findet, weil ich habe ja was, was ihr nicht habt. Und ja, ich würde euch das auch mal so raten, ja, dass ihr das auch mal so macht. Ne? So. Das war die Schule. Also seitdem war ich natürlich total bekannt danach. Also das war dann, da war ich Stadtgespräch, das ist so ein Typ, der sowas erlebt. Ne? Meine Eltern haben das ja nicht so mitbekommen. Also ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Also ich habe dann, ich habe direkt, also das hatte mir auch keiner erklärt. Manchmal frage ich mich heute, also warum, wieso das so war? Also ich wusste, ich muss jetzt Bibel lesen. Ich habe sofort angefangen, in der Bibel zu lesen. Ich hab so ein, da hat, die hatten mir so eine Gideon Neues Testament, so ein kleines Ding da geschenkt. Du, ich habe das Ding durchgelesen in, ich weiß nicht, in 3 Tagen hatte ich das Ding durch. Ja? So. Und dann habe ich natürlich angefangen, meine Eltern zu missionieren, ganz klar. Und die waren, naja, die waren auch so, also die hatten natürlich auch Angst, dass ich da in irgendeine Sekte gerutscht bin. Ne? Ja. Ja. Aber, also mein Vater hat sich nicht bekehrt, aber meine Mutter hat sich dann, ich würde mal sagen, viele Monate danach, nicht sofort, aber die hat sich auch bekehrt und ist bis zu ihrem Tod Christ geblieben. Das ist gut, das ist sehr gut. Und dein Papa hat sich nachher vielleicht auch noch bekehrt im letzten Moment? Oder wenn er noch lebt? Ja. Also mein Vater ist ein sehr stolzer Mann gewesen. Okay. Ich habe ihn da mal vor seinem Tod, also wir hatten, also das Höchste, was er sagte mal, das war so, naja, also dein Glauben, der scheint dir ja nicht zum Schaden zu gereichen. Ja, okay. So. Das ist ein Kompliment, ne? Sozusagen, ja. Und dann habe ich ihm vor seinem Tod, er wusste auch, dass er jetzt irgendwie stirbt, er hatte so eine Herz-OP, und da habe ich ihm mal, da gibt es so, ich glaube, goldene Worte heißen die, das sind so ganz so welche Witzelbüchlein, so ganz kleine Mini-Traktate, da stehen eigentlich nur so Bibelstellen drin. Und dann sagte er mir, was meint dieser Gott eigentlich, wer er ist, dass er mir sagen könnte, was ich zu tun und lassen habe. Ich glaube, das wird übel enden. Nö. Also, ich weiß natürlich nicht. Er ist dann auf einmal, dann mehrere Wochen danach gestorben. Ob er sich dann nochmal bekehrt hat in diesem Moment, das weiß ich nicht. Kann ja sein, dass er innerlich doch Jesus angenommen hat in Gedanken. Das würde ich mir wünschen. Ja. Ja. Okay, ja, wie... wie hast du die Zeit danach erlebt und hast dann nach deiner damaligen Freundin dann deine Frau kennengelernt und war sie schon gläubig oder ist das ein zu weiter Sprung? Ja, da liegen dann nochmal so, ich habe ja mit 28 geheiratet, da liegen immer 9 Jahre dazwischen. Okay. Also meine jetzige Frau, die Inga, die war ja schon als Kind gläubig, also die war ja schon richtig aus richtig christlichem Elternhause, eine gute Partie, wenn man mal so sagt, im geistlichen Sinne. Aber dazwischen habe ich natürlich viel, ich sag mal, ich habe natürlich viel mein vorheriges Leben auch aufräumen müssen, das muss ich schon sagen. Und ich war nicht so ein Heiliger, ne? Also sag mal so, ich kam ja eher so aus der Motorradszene und damals war sowas, so Musik zu hören, so Pink Floyd oder da gab es
Bands, ne, die musste man irgendwie haben. So, und ich hatte, jetzt stell dir mal vor, ich hatte mir extra aus London so einen Pink Floyd-Anstecker besorgt. Das war voll das Ding, ja. Also das war ganz wichtig. Und dann umringten mich also die Geschwister, also eines Tages, das war dann kurz nach meiner Bekehrung in der Church, ne, und sagten mir, also ja, ich müsste also jetzt diesen Pink Floyd-Anstecker, den müsste ich jetzt abmachen, weil der würde nicht mehr gehen. Und da habe ich gesagt, da kennt er mich aber schlecht. Also da bin ich dann rebellisch. Ne? Ich sage ja, so, mein Pink Floyd-Anstecker, ihr wollt ihn doch selber haben. Also ich habe das natürlich nicht verstanden, aber ich sage, den lasse ich dran. Und ich glaube, ich habe dadurch ein bisschen verloren. Also muss ich zu sagen, ich war, ich denke mal, nicht so der, also ich bin ganz feurig gewesen, oder bin auch nach wie vor, ich bin feurig für Jesus, aber ich war nicht so leicht zu führen, wie, ich sag mal, wie die sich das vielleicht gewünscht hätten. Ja, ich weiß, was du meinst. Da gibt es auch bekannte biblische Personen, die auch so ein bisschen, ja, nicht so leicht zu bändigen waren, ne? Mose, noch Gideon. Ja. Ja. Ich will mich mit denen nicht über eine Stufe stellen. Ich habe gar keinen Fall. Nein. Ich weiß noch, die hatten mich dann nach 6 Wochen hatten die mich zum Chef der Evangelisationsabteilung gemacht, ja, in der Kirche, wo ich dann da war. Also sollte ich dann den Vorsitz übernehmen. Und ja, gut. Und dann ging es so 2-3 Monate später, ich bin da immer auf die Straße, das war eine tolle Sache. Wir sind also immer, das war eine Pfingstgemeinde und ich würde mal sagen, heute würde ich sagen, da, bei allem, was da doll war, da war ganz normal, freitags und samstags ging man immer auf die Straße und was? Predigte und heilte Menschen, das war ganz normal. Okay. Ich habe das so kennengelernt. Ja. Ja, dann irgendwie sagte der dann am nächsten Tag, ja, oder weiß ich nicht, ja, jetzt gehen wir auf die Straße, du gibst mir dein Zeugnis und irgendwann drückte mir einen mein Mikro in die Hand, da sagte, ja, hier ist der Bahnhof, da predige doch mal. Ne? Also, und ich habe da ganz viel Mist noch erzählt. Ich hatte ja gar kein, wie gesagt, gar keine Ahnung. Aber ich habe dann erlebt, wie viele Menschen sich bekehrt haben. Und ich glaube, das fand die Gemeinde natürlich toll. Dann habe ich aber einen entscheidenden Fehler gemacht, weil ich war ja nicht so gemeindepolitisch geprägt. Ja, ich verstehe schon. Habe ich die Frechheit besessen, die Leute zu fragen, naja, wo sie nun herkommen? Und dann habe ich gesagt, naja, dann geh doch in die Gemeinde, die am nächsten ist. Ne? Ja. Oh. Und dann haben Leute also erzählt, ich hätte also jemanden geraten, der sollte doch in die Baptistengemeinde gehen, weil die wäre näher an seinem Wohnort als jetzt unsere Gemeinde. So. Ja, du, das kannst du dir nicht vorstellen. Da habe ich gesagt, da habe ich also wirklich, da bin ich da ins Büro zitiert worden zum Pastor. Und er hat dann gesagt, also mein lieber Thomas, so geht das nicht. Die Baptisten, das sind keine wirklichen Christen, denen fehlt der Heilige Geist. Okay. Also wer da hingeht, der ist auf jeden Fall mit einem halben Fuß in der Hölle. Ne? Okay, ich verstehe, das ist boah. Na, und jetzt hast du ja mittlerweile ein Gefühl von mir und ich so, oh, Alter, das kann nicht sein. Okay, du bist hier der Pastor, aber ich sehe das nicht ein, denn diese Menschen, ich hatte die auch kennengelernt, die lieben doch auch Jesus. Da muss doch irgendwie, die können doch nicht in die Hölle gehen, alle. Ja, nicht ganz in die Hölle, aber so halb. Also auf jeden Fall sind das keine richtigen Christen. Ja, das war irgendwie ganz, ganz klar. Und wenn ich jetzt nicht mal auf der Stelle also bekennen würde, nur noch Menschen in die Pfingstgemeinde einzuladen, dann dürfte ich das nicht mehr machen, evangelisieren. Ne? Boah, das ist, da filme ich die Worte. Leider ist es ja, zum Teil immer noch so, ne? Ich weiß nicht genau, ich hab das irgendwie damals, ich war so von Jesus begeistert, ich habe gedacht, naja, gut, dann habe ich irgendwie gebetet, ich war ja ganz neu, stell dir so vor, ich wusste ja, hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, so, oh, ja, wenn du das so sagst, also, ja. Boah. Und ich bin dann, und ich habe dann nach ungefähr einem Jahr, habe ich dann zum Missfallen der Gemeindeleitung dort, habe ich dann die Gemeinde gewechselt. Das fanden die natürlich gar nicht toll. Die sagten, Mensch, das darfst du nicht tun. Mhm. Aber ich spürte so, ihr Lieben, also hier komme ich nicht weiter. Und das macht mich eher klein in meinem Glauben.
Ja. Im Nachhinein ist eine tolle Gemeinde, also ich sage auch keine Namen, die haben mich ja gut geprägt. Also das erste Jahr war der Hammer. Ich bin evangelistisch groß geworden. Die waren leidenschaftlich für Jesus, waren tolle Jungs da drin und Mädels natürlich. Ja. Ja, das freut mich. Aber wenn dir der Heilige Geist gesagt hat, wechsle die Gemeinde, ne? Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und dann bist du in eine andere freie Gemeinde gekommen, die dann nicht so, ich sag mal, in Anführungsstrichen nicht so gesetzlich war. Ja. Ja, das war ein Missionswerk. Das war auch im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Und das war sehr, die waren sehr groß aufgestellt. Die waren auch international aufgestellt. Und dann durfte ich als Knirps, da war ich ja dann irgendwie 2 Jahre Christ oder 3 Jahre Christ, weiß ich, dann durfte ich so eine große Konferenz mit, da gab es so einen Heilungspastor, John Wimber hieß der. Ja, musst du mal gucken, kannst du mal verlinken. Ja, der war total bekannt, das war so ein amerikanischer Heilungsprediger und ich dachte, Mensch, das ist ja super spannend. Bin mal gespannt und haben gesagt, ja, Tom, da kannst du also mit organisieren und ich durfte dann da vor Ort sozusagen da diese Pläne machen und irgendwie diese Konferenz da machen. Und da kamen dann irgendwie im Frankfurter Messehalle waren wir da und da kamen dann, ich weiß nicht, Zehntausende von Christen, war ein Riesending. Und das hat mir gefallen, weil ich merkte, ich kann so mit vielen Leuten, ich kann das irgendwie, das stresst mich nicht, das ist so irgendwie meine Kragenweite, ich finde das gut, auch Verantwortung zu übernehmen. Und das habe ich dann irgendwie gemacht und das hat mir unheimlich geholfen. Also diese Gruppe hat mir, ich sag mal, einen Raum gegeben, dass ich wachsen konnte. Das ist gut. Und hast du dann von der anderen Gemeinde, die so streng war, noch mal was gehört irgendwann? Also das Süße ist ja, also der junge Mann, der sich, der mich damals bekehrt hat, der sagt, jetzt bist du ja, wann bekehrst du dich endlich? Der kam dann irgendwann in meine Gemeinde, viel später kam er durch die Tür und ich sagte, Mensch, ohne dich hätte ich das hier niemals geschafft. Also ich habe ganz sehr, sehr gute und leidenschaftliche Beziehungen zu den Menschen, zu vielen in dieser Gemeinde gehabt. Den Pastor habe ich, glaube ich, nicht nochmal gesehen, aber ich weiß es gar nicht, das weiß ich nicht mehr. Also das war jetzt kein wirklicher Abbruch. Okay. Ich bin ja nicht gegangen, weil ich dachte, ich finde jetzt alle blöd, sondern ich dachte ja wirklich so, Gott ruft mich jetzt an diese Gemeinde und war dann irgendwie auch nicht ärgerlich irgendwie so. Du warst gehorsam, ne? Dem Heiligen Geist Jesus gegenüber. Ja, ich denke. Okay. also sehr beeindruckend. Was machst du? Ich habe ja so ein bisschen nachgeschaut, recherchiert. Du hast denn hier YouTube-Seite Fundamental, ne? Ja. Und finde ich super, wie du das aufbereitest mit den Themen. Richtig spannend. Und dann fand ich ganz faszinierend, Online-Kirchen, dass du verschiedene mit deiner Frau auf der ganzen Welt quasi stationierst und die gründest. Wie ist deine Begegnung jetzt zu den Menschen, wenn du von Jesus erzählst? Und wie ist die Ernte so im Jetzt, also in der Gegenwart jetzt? Also wir erleben momentan ja einen großen Wandel, wie ich schon. Und dieser Wandel ist in der Art und Weise, dass ja viele Menschen noch nie irgendwas von Glauben gehört haben. Die sind so ähnlich wie ich damals. Die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, haben keinen christlichen Hintergrund. Mhm. Ich habe erlebt, dass in meiner Zeit, auch als ich bei mir Menschen bekehrt haben, die hatten ja oft einen christlichen Hintergrund, im Gegensatz zu mir. Ne? Die waren irgendwie schon die Eltern, die Oma war Christ, die Oma hat gebetet und so weiter und so weiter. Das haben wir ja heute jetzt ja nicht mehr. Das heißt, die Menschen brauchen einen neuen Zugang und wir erleben momentan, dass ja sehr, sehr viele Menschen zum Glauben kommen, weil sie ja irgendwie spüren, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ich bin jetzt viel im Business-Bereich auch unterwegs und spreche da auch mit Managern oder mit Leuten und ich erzähle immer so, ja, also ich bete da und ich mache auch mittlerweile, ich mache, auch, ob ich
mit Christen oder Nicht-Christen zusammen bin. Ich bete in jedem Treffen. Also ich meine jetzt vor allen Dingen auch in welchen Business-Treffen. Ja, boah, super. Das ist... Ich dachte immer, ich will einfach am Anfang beten, weil für mich ist das wichtig und wer weiß, wenn du nicht beten willst, dann halt dir die Ohren zu, so sehr reich bei. So, ne? Aber möchte das. Und die sind immer normalerweise, das ist ja tolle, das haben sie ja noch nie gehört. Ich kenne das ja gar nicht. Ne? Also ich habe viele Menschen erlebt, die sich bekehrt haben. Ich habe auch viele Wunder in meinem Leben erlebt, also wirkliche Heilungen. Wunder, also im Sinne von Heilungswundern, das habe ich erlebt. Und wir erleben, dass heute durch das Internet viele Menschen zum Glauben finden. Sehr, sehr viele Menschen, die neu dazukommen. Das ist eine große, große Freude. Gleichzeitig glaube ich auch, dass die Kirchen natürlich einen neuen Weg finden müssen, um Menschen zu erreichen. Denn heute ist die sogenannte Straßenpredigt, was ich ja eigentlich gemacht habe, das ist, man muss ein bisschen mutig sein, aber das ist heute, vielleicht bin ich da ungläubig, ich lasse mich gern belehren, vielleicht bin ich da der ungläubige Thomas, aber ich glaube, momentan ist das Internet die neue Straße, der neue Marktplatz. Ja, ich denke, der Herr Jesus benutzt auch die einzelnen Menschen jetzt für die Straße, ne? Und für den Online-Dienst. Und ich denke mir ganz fest, was ich mir auch wünsche, dass die Namen katholisch, evangelisch und so weiter abgehangen werden und dass wir eine Gemeinde in Jesus sind. Seine Braut. Weißt du, was ich meine? Ja, das verstehe ich. Ich würde das so sagen heute. Ich verstehe diesen Wunsch. Ich sehe eine, was ich mir wünsche, ist eine Herzensgemeinschaft. Also nicht nur eine organisatorische. Ich glaube, dafür sind wir Menschen zu verschieden. Das stelle ich fest. Also, Entschuldigung, wenn ich das vielleicht, ich sehe das ein bisschen so. Jeder Mensch, jeder Christ hat eine leicht andere Glaubensvorstellung. Das ist irgendwie so. Ne? Ja. Das wird einem oft erst bewusst, wenn man darüber redet. Ne? Und wenn die Spannungen zu groß sind, ist es okay, wenn man verschiedene Gemeinden hat, will ich so sagen. Ja. Aber diese Herzenshaltung, der zu verstehen, das sind meine Geschwister. Also wenn die, ich sag mal, in den Grundlagen des Glaubens, natürlich nicht mit jedem, ne, aber wenn die Grundlagen des Glaubens, ich sag mal, die Freikirche, wenn sie das immer abstreiten, wäre doch ein Dogma. Also Dogma ist ganz simpel mal, Jesus ist der Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist, auferstanden von den Toten, ich muss mich bekehren, das sind ja im Grunde genommen für uns unverhandelbare Sachen. Das ist also Fakt, ich gehe ja nicht damit, ja, Jesus war jetzt irgendwie so ein, auch so ein guter Botschafter, ich sage, nee. Also das ist für mich, ich sag mal, ich kann darüber diskutieren, aber nicht so. Und Menschen, die das so sehen, also sag mal, da würde ich sagen, meine Güte, ist mir so ein bisschen egal, ob du jetzt sagst, ich bin jetzt Pfingstler oder ich bin dieses oder jenes oder solches. Ich kann mit dir. So, das wünsche ich mir. Genau. Können wir miteinander, lieben wir uns, unterstützen wir uns. So sehe ich das genauso. Wir sind alles Brüder und Geschwister. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast und du an ihn glaubst, ja, dann bist du gerettet. Ja, Römer 10, Vers 10. Wer mit dem Herzen glaubt und dem Mund bekennt, der ist gerettet. So, fertig. Ja. Wenn ich das nicht verstehe, so wie, was, weiß nicht, von was redest du, dann weiß ich, nee, du bist nicht bekehrt. Also, ganz simpel. So, dann weißt du nämlich nicht, was ich meine. Man fragt dann auch nicht mehr nach, bin ich jetzt gerettet oder... man weiß es einfach, weil der Heilige Geist es unseren Geist sagt. Na? Wir wissen das, ja, der Geist Gottes zeigt uns das, aber wir haben heute eine neue Herausforderung und ich glaube, das ist etwas, womit ich am meisten zu kämpfen habe. Früher hatten wir ja diese Trennung, also früher, sagen wir mal, vor 30 Jahren. Ja. Je älter man wird, desto mehr sagt man dieses Früher. Ich kenn das. Naja, das ist schwierig. Also da gab es diese Trennung zwischen diesen sogenannten charismatischen Christen und den evangelikalen Christen, ja, also Geistesgaben. Ich empfinde, die sind heute eher weniger geworden. Was mehr geworden ist, ist, dass die Bibel für viele sogenannte Christen nicht mehr das Wort Gottes ist, sondern das ist ein Vorschlagstext. Mhm. Ja. So. Und damit, das merke ich so heute, also wir haben eine
eine Kultur, auch bei Christen, die dann sagen, naja, also ich habe das in meiner Pastorenlaufbahn, ich war ja 18 Jahre dann Pastor, und dann wirklich oft ich erlebt habe, dass jemand kommt, ja, ich weiß, dass das in der Bibel so steht, aber Gott hat mir jetzt persönlich gesagt, dass ich das nicht machen muss oder das machen soll. Ne? Und ich sagte mal so, Alter, also wenn das in der Bibel steht, also wer bist du, dass du das so einfach wegwischst? Ja? Das ist schon sich, ja, nicht müssen, man sich erhöhen, ne? Nee, das kann man nicht machen. Nein. Und das führt auch interessanterweise zu einer ganz großen Abspaltung von Glauben, von persönlichem Glauben und, jetzt sage ich mal, gesellschaftlichem und persönlichem Handeln. Ich sage dann oft in meinen Videos, sage ich ja auch, viele Christen haben so einen Hosentaschen-Jesus, so nenne ich den, ja? Also so, ich und mein Jesus und ich, uns beiden geht's gut und na, das ist doch super. Und das hat jetzt aber mit meinem Alltag so in dem Sinne, meine Handlung, mit meinem Alltag viel Stand, aber mit meinem Täter, mit meinem Tun, nichts zu tun. Ja? Ich sag mal ein Beispiel. Okay, das war lustig. Von der Weile kommt, das war eher nochmal, das war ein harmloses Beispiel, das war lustig. Aber da kam jemand zu mir und sagte nach der Predigt, Tom, Mensch, Bruder, also das war eine super Predigt. Also ich bin ja total berührt von deiner Predigt, ne? Und da ging es über Wahrheit und Lüge. Und weißt du was? Ab jetzt lüge ich sonntags nicht mehr. Sonntags? Ja, ich so, ja toll, habe ich gesagt, das ist ja super. Und morgen, also Montag, ne, was machst du da? Ja, da muss ich ja lügen. Oh, wieso musst du da lügen? Ja, da geht die Arbeit. Da muss man ja immer lügen. Und der sagte ich so, Mensch, ja, also ich merkte, bei ihm war das jetzt nicht böswillig, das war einfach nur so, der hat gesagt, der war total stolz wie Oscar, dass er sonntags jetzt nicht mehr lügt. Ne? Ja, ist schon mal was, ne? Ist schon mal was. So. Aber so erleben wir, das ist ein lustiges Beispiel, aber wir haben das ganz oft, ich sag mal, dass mein Glaube ist ein rein persönlicher Glaube. Und damit meine ich eher, ob ich jetzt mit meinen Geschäftspartnern korrekt umgehe, ob ich das Richtige tue in meiner Arbeit. Da erlebe ich oft keinen Unterschied. Ich finde sogar, leider muss ich sagen, also mit Christens zu arbeiten im Sinne von Business ist komplizierter als mit Nicht-Christen. Also das ist bestimmt jetzt meine Lebenserfahrung, ja, okay. weil dieser Glaube, man erwartet ja irgendwie, naja, wenn du Christ bist, dann hat dein Glaube doch irgendwas mit deinem, auch mit deinem Tun zu tun. Ja? Wie verhältst du dich denn so? Bist du freundlich? Bist du ehrlich zum Beispiel im Geschäftsleben? Bist du ehrlich? Ja? Also ich will das nicht pauschalisieren, aber ich merke so einen Trend, dass der Glaube nur noch etwas Persönliches ist. Ja, wir haben das auch in der Gesundheitskrise jetzt gemerkt, ne? Dass Menschen, wir hatten dann viel so Gespräche, wir als Kirche haben wir ja viele Online-Taufen machen müssen. Eigentlich bin ich kein Fan von Online-Taufen. Das heißt, Online-Taufen haben sich dann irgendwie Leute in der Badewanne zu Hause mit Video getauft, ne, weil keiner da war, weil keiner taufen wollte. Und weil die Geschwister gesagt haben, nee, wir können jetzt nicht, wir taufen niemanden. Ne? War nicht einmal, dass wir reden von 50 Mal. Ne? Also, und da habe ich so gedacht, das hat mich, ich sag mal, in allererster Linie macht mich sowas dann irgendwie traurig. Also so, es ist irgendwie so, ich bin gar nicht mal ärgerlich, ich bin aber nur traurig, weil ich denke, Mensch, also das klappt doch nicht so. Also dann verlierst du doch komplett den Zugang, auch die Relevanz für das Leben von Menschen, wenn dann Glaube, sag ich mal, da aufhört. Ja. Dazu habe ich einen Gedanken. Und zwar, ja, die Angst vom Kranksein, müssen wir uns doch gar keine Gedanken machen, wenn wir das im Namen Jesu machen und für ihn Menschen taufen. Ne? Ja. Ich zitiere Paulus mit der Schlange, wo er eine Schlange, die hat den Gewissen mit ins Feuer geworfen hat und er ist nicht daran gestorben, weil er mit Jesus seine Aufgabe gemacht hat und so sollte man noch rausgehen und die Menschen persönlich taufen, ob die eine Krankheit jetzt da war mit Corona, das ist ja der Wahnsinn.
Da sieht man auch ganz schön, wie weit die Pfosten sind, ob die noch Milchnahrung bekommen oder ob die schon erwachsen sind. Und hier ist es immer ähnlicher. Ich glaube, dass auch wenn wir damals, also ich damals, mehr Gegenwind bekommen habe für meinen Glauben von meinen damaligen, du hast mich am Anfang gefragt, von meinen Mitschülern. Ne? Da war das eine, das ist vielleicht heute nicht mehr so direkt, aber indirekt finde ich es heute wesentlich anstrengender. Die Pastoren haben ja viel mehr Angst, die Gemeindemitglieder haben ja viel mehr Angst, etwas zu tun. Das ist nur ein Beispiel, finde ich, diese Gesundheitssituation. Ja, ja. Ich sag mal, Menschen zu allen Zeiten sind doch für ihren Glauben eingetreten und zur Not auch gestorben. Also wenn das notwendig war. Ja. Also so. Und bin ich ein Fan von, ich lasse mich umbringen? Nein. Aber ich kann nicht diesen anderen Schritt, dieses Zurückziehen, das macht uns alle schwach. Also das ist wirklich das Schlimmste, finde ich, diese Schwachheit und dahingehend auch eine Theologie, die das natürlich mit unterstützt. Ne? Ja. Habe mich mit einem, ich nenne hier bewusst nirgends Namen, mit einem Leiter einer Kirchenbewegung unterhalten, die für gesellschaftsrelevanten Gemeindebau steht. Okay. Ja. So. Und dann habe ich mit ihm so diskutiert und dann sagt er, was Tom? Ganz entscheidend ist, dass wir uns aus den zentralen Streitfragen der Gesellschaft raushalten. Also zum Beispiel, wir reden nicht über Abtreibung, auf gar keinen Fall. Wir reden nicht über Gender und so weiter. Denn sonst werden wir ja marginalisiert und können die Botschaft nicht mehr in die Mitte der Gesellschaft hineintragen. Und dann habe ich so gedacht, nicht gesagt, habe aber gesagt, aber in dem Moment, wo du die zentralen Fragen, die die Menschen heute beschäftigen, aussparst, das ist der Grund, warum Kirche irrelevant wird. Du baust keine relevante Gemeinde, indem du die strittigen Themen der Gesellschaft auslässt und du dich nur auf die Botschaft Jesu fokussierst. Das klingt immer so gut. Ja, wir predigen nur Jesus. Aber ich sag mal, Jesus hat ja auch nicht nur Jesus gepredigt. Nein. Jesus hat ganz krass in die Gesellschaft hineingesprochen und deswegen ist er auch unter anderem gekreuzigt worden. Der hat ja Riesengegenwind erlebt. Ja, ein Beispiel. Jesus hat sich mit Zöllnern abgelassen, mit Huren und mit den Sündern und er wurde dafür ja angeklagt. Ne? Und unsere Aufgabe ist es, rauszugehen in die Welt, zu den Menschen, in die Gefängnisse, ne? In die Krankenhäuser und auch in die Rockerläden, wo die schlimmsten Rocker sind, die Homosexuellen, das ist mit LGBTQ. Man muss zu den Menschen hingehen und ihnen sagen, wir lieben euch, Jesus liebt euch und das in Liebe verpacken. Und wenn sie einen ansprechen, ist das Sünde, was denkst du, ist es Sünde, was wir machen? Dann klar Stellung zu beziehen in Liebe, ja, es ist von Gott Sünde, aber er möchte, dass du auch gerettet wirst. Und zum Abschluss will ich noch sagen, ganz wichtig, die Waffenrüstung Gottes immer anbehalten und niemals ausziehen. Und das Schwert des Glaubens hochhalten. Amen. Ja. Ich sag mal so, wer sich nicht vor Gott fürchtet, der fürchtet sich eben vor allem anderen. Ja. Ja. Und das ist ein Wort, vielleicht, da sind wir ja sehr weggekommen, also eine Gottesfurcht, ob man das jetzt mit Ehrfurcht übersetzt, aber mit, ich sag mal, zu wissen, wenn ich hier das Wort Gottes übertrete, ja, dann kann ich auf Gnade hoffen. Gott ist gnädig, ja, ist er auch. Aber das setzt doch auch eine Buße voraus. Ja. Ne? Also Gnade ohne Buße. Schwierig. I don't know. Okay, gut. Möchtest du noch an die Zuschauer was auf dem Weg geben, die jetzt auf der Suche sind, aus deiner Erfahrung, was du ihnen sagen kannst? Zum ersten Mal möchte ich dir sagen, die Bibel ist wahr. Die Bibel ist wahrer, ja, als du denkst. Sie stimmt, auch wenn wir das heute oft anders erzählt bekommen und unsere Wertvorstellungen heute oft anders zu sein scheinen. Die Bibel hat recht, das ist meine Meinung. Und du kannst diesen Gott, den
die Bibel beschreibt, kennenlernen. Und das fängt an, indem du einen Schritt auf ihn zugehst und dann merkst du, dass da jemand ist und dass du mit ihm in Kontakt treten kannst. Und in diesem Schritt will ich dich ermutigen. Ich glaube, das setzt etwas voraus, dass man sich überhaupt in der Lage versetzt, mal abzuschalten, mal auch viele Störungen rauszulassen. Ich denke mal, wenn du das Video jetzt guckst, dann ist vielleicht ganz gut danach mal das Video zu stoppen, dein YouTube oder warum du das guckst so, und mal zu beten für dich selber. Ganz simpel mal. Gott, wenn es dich gibt, ich möchte dich gerne kennenlernen. Komplizierter ist es eigentlich nicht. So. Und ich denke, du wirst weiterhelfen, Julia, mit deinem Kanal, wenn Leute da etwas wissen möchten. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr hier auf den Kanal fundamental geht. Freue ich mich auf jeden Fall. Und ich danke dir, Julian, für deinen Dienst, dass du wirklich wieder das Wort Gottes hinausbringst und Menschen ermutigst. Du auch. Und deine Frau, deine Familie natürlich auch. Danke. Liebe Grüße. Schön, dass du das alles machst. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Sehr gut. Ja, hast du gut gemacht. Danke dir. Du auch. Alles Liebe, ja? Tschüss. Alles Liebe. Danke. Ciao.